Ja, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich möchte heute mal einen Trade vorstellen, den ich die Tage im DAX gemacht habe. Und zwar ist es ein Scalping Trade im M5. Und ich möchte einfach mal durchgehen, was habe ich gemacht, warum habe ich die Entscheidungen getroffen und wie kam der Trade zustande. Ja, wir gucken auch gleich mal in den Chart. Wir befinden uns hier im DAX im 5-Minuten-Chart und ich möchte mal auf den Trade eingehen, den ich die Tage mal gemacht habe. Und zwar brauchen wir dafür ein paar Dinge zur Betrachtung. Zum einen habe ich mal ganz gern so ein EMA-Ribbon im Chart, das mir die für mich wichtigsten EMAs für mein Trading anzeigt. Das sind der 20er, der 50er, 100er, 110er insbesondere und der 200er als ganz langfristiger. Was ich dann immer noch beachte, ist einmal der AD-Indikator und der RSI-Indikator. Allerdings nicht so, wie man es standardmäßig kennt mit überverkauft und oder nicht, sondern ich achte immer auf Divergenzen, weil Divergenzen für mich so ein bisschen den Widerspruch darstellen und damit eben zwangsläufig das Potenzial, das heißt nicht, dass es passieren muss, aber das Potenzial, dass der Markt seine Richtung wechseln kann. Und das ganze Setup hier war direkt nach der US-Eröffnung. Ich versuche möglichst keinen Trade im Markt zu haben, wenn der Markt direkt öffnet in den USA, sondern ich warte dann immer kurz ab und versuche lieber eine Gegenbewegung mitzunehmen. Okay, was hat sich hier abgespielt? Da möchte ich mal kurz drüber sprechen. Also wir hatten zum einen seit 13 Uhr so diesen Abwärtspush, also wir sind klar in einem Abwärtstrend, wenn man die letzten vier Bewegungen ansieht, geht das ordentlich nach unten. Allerdings sieht man, dass der RSI keine tieferen Tiefs mehr macht. Das heißt, der RSI bildet langsam eine bullische Divergenz, die letztendlich nichts anderes sagt, als dass die Geschwindigkeit, mit der wir nach unten ziehen, langsam nachlässt. Das bietet zum einen natürlich schon mal die Möglichkeit für einen Turnaround. Dann haben wir die Situation, dass wir von den EMA-Bändern schon einiges entfernt sind und der Markt immer wieder die Möglichkeit zeigt, zu den EMAs zurückzukommen, wie so eine Art Magneteffekt. Und dann war meine Trading-Idee, dass ich mir einen möglichen Punkt suche, an dem das gegebenenfalls für mich als nicht ganz unwahrscheinlich zumindest erscheint. Dann sind wir jetzt hier im 5-Minuten-Chart und sehen uns einfach mal so Kerze für Kerze an. Bis hierhin hätte ich noch nichts gemacht. Man sieht, hier kam sehr starkes Volumen rein. Derzeit für mich aber noch kein Entry. Deshalb sehen wir uns auch gleich die nächsten Kerzen an. Die nächste Kerze schließt ähnlich. Hier fallen mir zwei Dinge auf. Zum einen haben wir dieses Level, das wir bis dato nicht mehr unterschritten haben. Zum anderen haben wir einen sehr interessanten Bereich geformt, in dem immer wieder Dochte reingreifen, der aber nicht so wirklich bisher eine Richtung auslösen konnte. Aber was man sagen kann, ist, hier liegt wahrscheinlich in irgendeiner Form Liquidität. Wir haben hohes Volumen, wir haben Dochte, die immer wieder in dieses Quadrat reingreifen. Das markiere ich mir jetzt mal. Für eine Long Trade ist für mich wichtig, dass dieses Schlüssellevel nicht mehr gebrochen wird. Das heißt, ein Doch darunter ist in Ordnung zum Liquiditätsabgriff, aber definitiv kein Schlusskurs darunter. Aktuell aber natürlich immer noch kein Entry für uns. Was passiert? Der Markt kommt nochmal runter, schließt nicht unter diesem Level, schließt genau darauf. Bisher für mich alles okay. Der AD-Indikator ist ordentlich nach unten gezogen. Man sieht es ja auch, hier kam ja sehr viel Rejection. Wir warten weiter und der Markt zeigt eine Reaktion genau an diesem Level, wieder zurück in diesen Bereich. Finde ich an der Stelle schon mal sehr interessant. Das heißt, wir haben hier eine gewünschte Reaktion, wir haben dieses interessante Level und eine Divergenz. Für mich eigentlich ein ganz gutes Szenario, um einsteigen zu können. Allerdings war mir das jetzt hier noch zu unsicher, genau in diesem Bereich einzusteigen, in dem wir immer wieder Rejection gesehen haben. Deswegen habe ich versucht, geduldig zu sein. Wir haben das Level gebrochen nach oben hin. Ist eine super Sache für mich. Dann habe ich mir natürlich gedacht, okay, das ist eigentlich ganz cool.
Das wäre jetzt ein Trade, den ich gern nehmen würde und habe mich so in diesen Bereich gelegt. Und zwar könnte man natürlich hier an die Unterseite gehen, an der diese letzte Berührung war. Ich habe mich aber relativ mittig in diese Dochte gelegt, weil ich den Trade definitiv machen wollte und habe hier drunter, glaube ich, 20 Pips Stop-Loss gehabt. Möglicherweise auch 30. Was war mein Ziel? Naja, zum einen haben wir hier die EMA-Bänder. Wir haben das letzte Mal an dem hier bereits reagiert. Der Markt zeigt aber hier eine gewisse Überreizung, weshalb ich es für nicht unwahrscheinlich halte, dass wir zumindest diesen EMA antesten. Das würde für mich auch ganz gut passen in diese kleine Seitwärtszone, in der mit Sicherheit ein bisschen Liquidität liegt. Das so zur Zielbestimmung. Was ist passiert? Wir sind hier mit einer Limit Order, liegen auf der Lauer und der Markt kommt runter und hat uns damit auf jeden Fall abgeholt. Das heißt, wir sind im Markt, wir sehen auch hier kam ja schon ordentlich Long-Volumen. Auch das da hier hat einen sehr guten Anteil an Long-Volumen, sieht eigentlich soweit in Ordnung aus. Ist nicht ausgeschlossen, dass der Markt nochmal runterpusht, allerdings sollte er einfach nicht unter diesem Level schließen für diese Trade-Idee. Wir gucken uns an, was passiert. Der Markt läuft erst ein bisschen nach oben, kommt nochmal zurück in den Bereich, kommt nochmal deutlich tiefer, okay. Schließt wieder nicht unter diesem Level, hätte sogar dieses Level nochmal abgeholt, war mir persönlich aber zu weit unten. Und was danach passiert ist, der Markt verabschiedet sich in Long-Richtung, genauso wie man es sich gewünscht hätte und kommt bis hier oben in diesen Bereich. War für mich eigentlich ein ganz schöner Trade, CRV von 1 zu 5, 1 zu 5, 1 zu 1,5 und damit für mich eigentlich ein ganz cooler Trade, basierend auf Price Action, basierend auf Schlusskursen mit einer schönen Divergenz im RSI, AD-Indikator und Volumen. Genau, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Falls dir das Format gefallen hat, falls es irgendwie hilfreich für dich ist, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Like da. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer alles Gute. Pass auf euch auf, pass auf euer Konto auf. Ciao, ciao.